So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich melde mich mal wieder. Ihr habt mich schon lange nicht mehr gehört, vermutlich. Und ja, es geht mir soweit gut. Ja, jetzt bin ich bereits in Südfrankreich und sende von hier euch das Video noch. Ja, und es ist einiges gelaufen. Ich bin da von Nürnberg runter in die Schweiz gefahren und dann eben das Problem mit dem saumäßigen Lärm habe ich ja behoben. Die Staudruckklappe, also die Motorbremse, war defekt. Ja, dann eben die zweite Panne mit dem Rad konnte ich auch lösen unterwegs. Und dann in Deutschland übrigens wollte ich mal noch AdBlue tanken an eine Tankstelle, weil es schon lange geleuchtet hat. Ich bin, glaube ich, etwa 400-500 Kilometer ohne AdBlue gefahren. Und dann wollte ich da tanken und da gab es kein AdBlue mehr. Seit einer Woche haben die kein AdBlue mehr. Da dachte ich, oi, das fängt ja gut an. Naja. Dann habe ich in Österreich getankt das letzte Mal für 1,35 und mit dem komme ich jetzt bis Spanien, weil ich habe genau 250 Liter getankt von 400 und das sollte reichen, weil in Spanien kostet dann noch ungefähr 1,25 oder 1,20, ich werde es sehen. Ja, und so schummle ich eigentlich durch die teuren Länder mich hindurch. Ja gut, dann lassen wir gleich laufen. Es ist ein Zusammenschnitt von, ja, was ein bisschen gelaufen ist in diesen, ja, eineinhalb Wochen eigentlich ist es jetzt her. Okay, dann ab die Post. Viel Spaß. Scheiße. Ging nicht. Zu wenig verdunstet, glaub. Probier's noch mal. Gut. Ja, ist gut. Der brennt rein, die Scheiße. Fuck, ey. Der explodiert nicht. Oh, Mann, ey. So, Besuch eines alten Freundes. Da war ich ja schon mal. Gibt, glaube ich, auch ein Video darüber. Schon ein Weilchen her. Ja, und den haben wir auch gesehen auf der Messe. Hier lagere ich meine Räder ein. So, hier darf ich meine Räder lagern. Da oben. Wir haben alles, super. Ey. Bin ich echt froh. Danke, Dani, hä? An dieser Stelle, wenn du das guckst. Jawohl. So, ade. So, ich bin da gleich was am Reparieren. Und zwar habe ich das Problem gehabt, als ich da von Deutschland gefahren bin gestern Abend, dass es richtig gecheppert hat. Und zwar, wenn man richtig Gas gegeben hat, dann hat es richtig mit einem hohen Ton rumgecheppert.
wusste ich zuerst nicht, was das sein könnte. Dann habe ich es aber auch festgestellt, wenn die Motorbremse an war, dann hat es auch gechappert, extrem laut. Das Ganze ist natürlich gedämpft durch die Motorabdeckung, aber kaum auszuhalten. Und ja, jetzt bin ich da vor Ort und ich habe da echt gute Schützenhilfe gekriegt. Jetzt haben wir eigentlich diese Staudruckklappe ausgebaut am Vario, weil die hat ein bisschen Spiel. Hier draußen zum Glück ist es warm, es ist keine Ahnung, über 10 Grad. Das Auspuffrohr ausgebaut und dann hier unten, da ist die Staudruckgehäuse dran. Das wurde abgebaut, gleich am Turbo angeflanscht und dann von unten rausgenommen. Es ist da ziemlich eng, man kommt fast nicht dazu. So, das ist dem Dani seine Werkstatt, die darf ich benutzen, zusammen mit einem Arbeiter von ihm. Und das ist diese Staudruckklappe der Motorbremse, bereits ausgebaut. Und hier hat es Büchsen drin, eine rechts, eine links. Das hier ist die Druckbetätigung und hier sieht man, ist eigentlich die Drosselklappe. Und wenn da Spiel ist, hier hat es leichtes Spiel gehabt, dann fängt das an richtig zu vibrieren. Das gibt so ein richtiges, helles, dumpfes, ganz helles Geräusch, weil das so in einer hohen Frequenz da immer dran heppert. Und jetzt bin ich echt froh, das Teil könnte man auch kaufen, um die 400 Euro komplett. Aber eben, man kann es auch revidieren. Ich glaube, die kann man sogar kaufen, die Büchsen. Und, aber die werden jetzt nachgedreht. Ich habe zum Glück gleich einen Dreher hier, der mir die gerade machen kann. Ja, und jetzt warten wir natürlich, bis der die gedreht hat. Und dann bauen wir es wieder ein. Wie immer bin ich nervös bei so Arbeiten. Weil, ja, meine Psyche ist nicht mehr die beste. Ja, jetzt gucken wir gleich noch an, was so hier rumsteht. Das Teil war mal da oben, das gibt auch einen Camper. Und das ist eben Dani seine, der war auch auf der Adventure Outside in Friedrichshafen. Da habe ich ihn mal gefilmt und da steht meiner. Das sind die Läden in der Schweiz von den Bauern. Hübsch. So, endlich, das Teil ist gekommen. Neue Büchsen drin, hier sieht man es nicht. Hier ein Riss noch geschweißt und funktioniert wieder ohne Spiel. Und jetzt wieder einbauen, von unten nach oben. Ja. Ja, noch eine neue Kollektorschraube hingemacht. So, also. So, er ist mal drin, aber die Schrauben kommt man kaum dazu, vor allem bei den unteren. Habe extra einen Schlüssel gebogen. Ja, jetzt noch den Auspuffkrümmer. So, das Teil ist drin und bin schon am Fahren. Es tingelt nicht mehr, das war ganz ein lautes, hochfrequenziges Geräusch, das ist kaum auszuhalten, wenn man Gas gibt oder eben die Motorbremse drin war, hat das richtig gescheppert. Und die Ursache ist gefunden, behoben, und jetzt fahre ich weiter. Herzlichen Dank nochmal an Urs, der mir da tatkräftig mitgeholfen hat, und auch
auch Dani, der mir die Werkstatt und die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Wir mussten zwar heute Morgen im Schnee draußen das Ding montieren, es war kalt, das Wetter hat umgeschlagen, weil die Büchsen nicht auf Anhieb gleich gepasst haben, musste es nochmal gemacht werden von Urs und deswegen hat sich ein bisschen verzögert. Ja, und der Urs hat mir sogar noch ein Messer geschenkt, die macht er selber. Wahnsinn. Ja, also muss sagen, ich bin echt berührt. Das ist das Messer. Ja, damit kann man auch Gottlieb-Klaps zerhacken. Krass, hä? Irgend so ein Stahl. Hat es mir gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Und ich bin jetzt wieder am Weiterfahren. Es hat da hier wirklich geschneit. Gestern war noch richtig warm. Heute ist 0 Grad. Und von Wittenbach, St. Gallen, jetzt bin ich da in Gossau. Da treffe ich noch mit einer meiner Tochter. Gebt er noch Datteln und dann fahre ich weiter Richtung Basel, Frankreich. Der Kälte entflüchten hier. So, ich bin in Frankreich gerade über den Zoll gefahren. Da stand ein Mann, aber keiner wollte was von mir. Und jetzt fahre ich zum Schlafplatz irgendwo in der Nähe vom Flughafen. Ich bin jetzt in Basel und fahre noch um Frankreich rüber und dann übernachte ich da. So, mal die neue Kamera probieren, ob das alles funktioniert. So, die Fahrt geht weiter nach Clermont-Ferrand. Etwa 500 Kilometer hier von Basel-Mühlhausen, Frankreichs Auto. Ich stand hier beim Casino auf einem Hügel, wunderbar ruhig, gut zum Spazieren für die Hunde, tipptopp. So, ich bin jetzt in Dole, schreibt man es, da wo der Wein herkommt vermutlich, und bleibe hier über Nacht. Es ist zwar erst Nachmittag, aber die Angie wird morgen operiert hier, weil sie hat eine Beule an den Rippen. Ja, eine riesen Beule ist jetzt. Die wurde jetzt immer größer und jetzt muss ich etwas machen. Ja, hier ist die Gegend. Super Platz hier, alte Brücke. Da nochmal. Ja, und hier parke ich. Der Kanal. Jetzt geht es da mal ins Dorf hoch. Ich muss nämlich zur Bank. Hübsches Dörfchen, hä? Richtig schönes altes Dörfchen. So war das mal, hä?
Ach, ist das schön! So, mein Camper steht da, Wasserfall, und hier die schöne Brücke, die wurde restauriert. Ja, die Angie hat da einen Eiterpickel und jetzt ist er aufgegangen. Morgen habe ich ja OP zum Glück. Oh je, Riesenbeule hat sie da. Ja, jetzt kommt es wenigstens raus und morgen wird das ausgespült, aufgeschnitten. So, kochen draußen, damit ich nicht den ganzen Wasserdampf drin habe und alle Fenster aufmachen muss und dann alles wieder abgekühlt wird. Koche ich hier draußen an meiner Außenkochstelle mit der Induktionsplatte, die von drinnen rausgenommen werden kann. Es gibt Pasta mit Tomatensoße. So, neuer Morgen. Ich bin immer noch in der Kälte, wie ihr seht. 0 Grad. Aber dafür sieht das Wetter gut aus und jetzt schauen wir hier den Sonnenaufgang an. Ja, wir sind da auf einer Brücke. Das Land ist ja voller Kanäle und Flüsse. Wunderschön. Dann hier die andere Seite, da gibt es glaube ich ein paar Hausboote. Ja? Angie? Hm? Ja, die Angie. Das Ding, der Eiter, das war eine Eiterbeule, die ist geplatzt. Jetzt hat es ein Loch. Das Zeug ist über die Nacht praktisch alles ausgelaufen. Die Beule ist so gut wie weg, aber ein Loch hat es. Ja, wir haben zum Glück einen Termin. Aber die Frage ist halt, was ist die Ursache? Ich glaube nicht, dass die Ursache von außen gekommen ist, sondern eher von innen. Tja, mal schauen. Ich bin, glaube ich, mehr nervös wie der Hund. Aber wenigstens ist sie noch agil, obwohl sie drin immer ein bisschen rumgestanden ist. 1000 Mal Verband gewechselt, ja, jetzt hält er wenigstens. So, nach genau sind es 7 Stunden, konnte ich Angie abholen um 2 Uhr. Und sie wurde jetzt da aufgeschnitten, eine lange Narbe, etwa 10 cm. Und ja, jetzt steht sie da hinten mit Halskrause. Ja, man ist da immer ein bisschen angespannt. Sie winselt ein bisschen, hat Schmerzen natürlich. Ja, scheiße. Das war jetzt das erste Mal bei mir, dass ich da eine Operation machen musste beim Hund. Ja, jetzt fahren wir weiter. Es schneit gerade. Euch das an, jetzt hatte ich gerade einen Bombenangriff. Vogelscheiße. Ich weiß nicht, wie viele Vögel das waren. Ui, 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 ui. Das sieht geil aus. Neue Ortschaft. Gestern war ich zu müde, um weiterzufahren. Jetzt bin ich mitten in einem Paradies gelandet. Naturschutzgebiet. Es ist zwar feucht, aber es ist schön. Einmal um den See laufen, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wunderschön. Und da hinten ist mein Camper. Und der, meine Begleiterin auch, wir haben sicher schon gemerkt, ich habe eine Begleiterin. Und wir fahren jetzt zusammen nach Spanien, sind jetzt mitten
drin in Frankreich. So, ich fahre wieder raus aus diesem Platz. Weiter, es ist schon 12 Uhr. Bin ein bisschen spät dran. Ja, ja. Egal, der Weg ist das Ziel. Und jetzt mal gucken, ob wir es über die Alpen schaffen, nach Südfrankreich oder eben nicht. Ein Rad hat sich fast gelöst. Ich habe es zum Glück gehört. War nicht angezogen, leider. Jetzt hat es die Bolzen kaputt gemacht, Gewinde. Aber ich habe Ersatz dabei, in Bulgarien gekauft. Genau sechs Stück brauche ich. Und jetzt bin ich die am Rhein machen. Die haut man einfach raus und hinten wieder rein. Und dann treibt man sie mit der Mutter rein. Hier die Position muss natürlich stimmen. Vier habe ich schon ersetzt. Jetzt kommen noch die letzten zwei. Dann fühle ich mich wieder. Also, so schlägt man sie raus. Vollgas. Hinten muss natürlich rauskommen können. Die neue wieder rein, hinten positionieren, da hat es eine flache Stelle und die muss genau sitzen, weil da kann sie sich dann nicht verdrehen. So, jetzt ist wichtig, dass man die ganz hinten reinzieht, wenn die nämlich nicht ganz drin sind, dann lösen sich die wieder. Deswegen hier, so zieht man sie rein, bis der Widerstand so groß ist, dass sie ganz hinten angestanden sind. So. Die letzte. So. So, das war wieder eine Aktion, Mann. Jetzt ist mir Wöhler alle Bolzen ersetzt. Ich glaube, das Gewinde. Irgendwie eine alte Geschichte, vermutlich war leicht beschädigt. Und beim Radwechseln vermutlich kann man es nicht mehr gut anziehen. Ich habe es zwar noch kontrolliert zu Hause, alle gleich angezogen. Und, aber irgendwie hat sich das gelöst und ja, jetzt habe ich ganz neue Bolzen. Und jetzt fahre ich bis zur nächsten Raststätte und da mache ich nochmal eine Kontrolle, falls eine der Bolzen nicht. So, falls eine der Bolzen nicht ganz genau drin ist, dann wird er nachrutschen durch die seitliche Belastung und dann würde sich das wieder lösen. Deswegen Kontrolle ist besser, wobei ich davon ausgehe, dass die alle drin sind, perfekt drin sind, aber Kontrolle ist besser als eben Probleme dann zu haben. So, nochmal angehalten, die Schrauben halten. Zum Glück habe ich immer genügend Ersatzteile dabei. Radmuttern habe ich dabei, dann die konischen Ringe, die Bolzen, dann habe ich sogar eine Wasserpumpe mit mir, dann den Riemen, Teilriemen, dann alle Filter natürlich. Ja, lieber zu viel als zu wenig, so das war es glaube ich etwa. Und den Rest muss man dann halt improvisieren. Ja, die Batterie ist glaube ich auch bald leer. Ich glaube, ich habe noch etwa 200 Amperestunden. Ich weiß es eben nicht so genau. Als ich da diese Staudruckklappe repariert habe,
habe ich das Gerät schnell ausgeschaltet und dann geht er immer auf Null. Ich habe jetzt die Lichtmaschine nicht dazu geschaltet, ich fahre ja in den Süden und schon hier ist es besser mit dem Wetter und dann wird das schon wieder automatisch laden. Ich habe ja jetzt geheizt, über die Nacht immer die Klima angelassen, die ganze Nacht auf 17 Grad und das braucht trotzdem nicht so viel Strom. Es ist Wahnsinn. So, wir sind ja von Clermont-Ferrand auf die A75 und die geht mehrere hundert Kilometer in den Süden. Das ist jetzt wirklich schön zum Fahren, kostenfrei natürlich. Ich fahre da mautfrei, weil das ist sehr teuer in Frankreich. Und ihr seht, es ist schon wärmer geworden, hier 10 Grad. Ich glaube, es kommt wieder eine Warmfront, auch nach Deutschland, schätze ich. Wir werden es sehen. Ja, jetzt kann ich sogar die Sonnenbrille wieder mal nach vorne nehmen. Endlich wieder mal. Oh Mann, ich habe die Sonne vermisst, aber ich fahre ihr jetzt entgegen. Und mal schauen, wie weit ich heute komme. In Spanien denke ich nicht mehr. Aber ich habe ja Zeit. Hä? So, wir fahren wieder in eine Regenfront rein. Es regnet schon, Sonne scheint trotzdem. Aber da hinten, in den Bergen oben, sieht es ziemlich düster aus. Aber Temperatur ist perfekt, da hat es keinen Schnee. Ja, wir sind da voll in eine Regenfront gekommen. Dann haben wir gesagt, wir fahren gleich voll durch bis runter, fast an die Küste von Frankreich. Weil da ist schönes Wetter. Und die Brücke von Milo auch noch passiert, die ist sackteuer geworden. Die kostet schon 30 Euro und 40 Cent. Aber eben, wenn man unten durchfährt, verliert man eine halbe Stunde plus ein bisschen Diesel. Ja, so ist das halt. Dafür war alles andere kostenlos. Ja, jetzt sind wir hier. Diesmal nicht so ein schöner Platz. Gleich hinter dem Lidl. Schon in Südfrankreich. Jetzt geht es heute noch nach Spanien. Und dann werde ich vielleicht den einen oder anderen sehen von euch. Alle, die da sind. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich fahre jetzt die Küste entlang, Barcelona und da runter. Und dann mal schauen. Ich habe noch gar kein Ziel. Ja, also, das war wieder mal ein Zwischenbericht von mir. Heute ist der 9. Januar, sogar mein Geburtstag. Naja, das ist für mich ein normaler Tag. Ich mache da kein großes Theater draus. Ja, okay. Ja, jetzt war es das wieder von mir. Endlich wieder mal ein Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Es ist einiges gelaufen und ja, alles überstanden. Und jetzt bin ich bald in Spanien. Spanien, ich komme. Also, Daumen hoch und...